Anscheinend hat Fleck Mathematik genauso gerne wie du, Jody. Er schläft ganz fest. Aber mir gefällt Mathematik. Fleck, wach auf. Alle lachen schon über dich. Ich wette, du wärst auch gern so niedlich wie Fleck. Stimmt's, Eulerli? Eigentlich nicht, weil Fleck später sicher mal genauso grässlich wird wie du, Jody. Jody, sei nett zu Eulerli. Vergiss nicht, sie ist unser Gast. Und ich bin Kunde im Laden von ihrem Vater. Du kaufst sowieso nur Süßigkeiten. Das kann dir doch egal sein. Hört jetzt endlich auf. Ihr beiden macht Fleck ja ganz nervös. Du brauchst nicht nervös zu werden. Ich glaube, für heute sollten wir den Unterricht beenden. Jetzt schon, Miss Twink? Aber noch nicht ganz. Ich habe ein Picknick für heute Nachmittag geplant. Oh, das ist ja eine tolle Idee. Ich bin heute extra früh aufgestanden und habe uns allen ein sehr leckeres Picknick zubereitet. Oh, Miss Twink, ich helfe ihn tragen. So schnell mit. Wart's nur ab, bald wird er schneller als du laufen können. Nicht, Fleck? Sag mal, fühlst du dich nicht gut, Frederik? Doch. Frederik, du siehst wirklich nicht gut aus. Fehlt dir was? Nein, mir fehlt nichts. Jody und Frederik geblieben. Die sind sicher vorausgelaufen und wollen uns erschrecken. Gibt es denn hier noch mehr Wege? Die beiden halten sich nicht an irgendwelche Wege. Los, beeil dich! Es stimmt wirklich was nicht. Was denn? Ich glaube, mit Miss Twink stimmt was nicht. Als ich heute in Mathematik eine falsche Antwort gegeben habe, hat sie gesagt, sie wäre richtig. Sicher wegen Eulerli. So, Fleck, jetzt kannst du wieder ein Stück laufen. Findest du es nicht auch merkwürdig, dass sie Eulerli hierhin eingeladen hat? Ich finde es merkwürdig, Eulerli überhaupt irgendwohin einzuladen. Und dann das mit Fleck. Also Moment mal, Fleck und Eulerli sind doch wohl zwei verschiedene Dinge. Es sieht Miss Twink einfach nicht ähnlich, Fleck zusammen mit uns ins Klassenzimmer zu lassen, Jody. Und dann noch diese Idee mit dem Picknick. Du hast recht. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich frag mich, ob Miss Twink uns nicht doch verlassen wird. Verlassen? Komm schnell mit! Wohin denn? Wir werden Miss Twink am besten selber fragen. Aber wenn sie wirklich die Absicht hat, wegzugehen, dann will ich es jetzt noch gar nicht wissen. Es ist doch besser, es gleich zu wissen, als sich grundlos Sorgen zu machen. Findest du nicht? Ja, du hast wohl recht. Komm! Oh, sehen Sie mal! Das Wasser glänzt wie ein Spiegel. Sei vorsichtig. Wieso? Gibt's hier wilde Tiere? Oh ja, zwei wilde Jungen und ein Kitz. Ach, Miss Twink. Jody, mir machst du keine Angst. Du kannst ruhig da rauskommen. Und du auch, Frederik. Ah, Miss Twink! Nicht zu laut, Eulerli. Sonst wächst du noch die Alligatoren auf. Alligatoren gibt's hier auch? Oh, da habe ich mich getäuscht. Es ist nur ein Fisch. Wo die beiden jung wohl geblieben sind. Oh, da sind sie ja. Hallo, wir kommen. Ja, ein tolles Picknick. Ja, lecker sieht das aus. Ich bin keine so gute Köchin wie eure Mütter, aber ich tue mein Bestes. Ah, danke.
Ach, du bist auch hungrig, Fleck? Warte. So. Hier ist auch was für dich drin. Hier hast du schöne Milch. Fütterst du Fleck immer so, Jody? Er ist noch zu klein, um selbst Lass zu trinken. Lass mich auch mal versuchen, bitte. Na gut. Da. Beißt er mich? Kann sein. Komm, Fleck, komm, das schmeckt gut. Ah. Oh. Das werde ich geheim halten. Mich kriegst du nie. Hast du mich von einem Alligator gefressen? Entschuldige, Buck. Habe ich dich nicht gebeten, mich beim Essen nicht zu stören? Oh ja, das habe ich vergessen. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Pferd füttere. Das macht nichts. Er arbeitet wie ein Pferd, dann soll er auch wie eins essen. Naja, vielleicht ist es auch sein letzter Tag hier. Warum sagst du das? Tja, wenn Buck das mit Twink erfährt, wird er uns sicher nicht mehr helfen. Ori? Ja? Wolltest du mich wegen irgendwas sprechen? Ach, es war nichts Wichtiges. Ja, so, zurück an die Arbeit. Ach, was ich noch sagen wollte. Wenn's nicht so viel Mühe macht, hätte ich gern mehr zum Abendessen als gestern. Ja, gut. Das macht Spaß. Ja, sehr gut. Ja, richtig. Eine Drehung. Ein Partnerwechsel. Ja, schön. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, sehr schön. Eins, zwei, eins, zwei. Gut, oh, Jody, wusstest du eigentlich, dass es Pech bringt, wenn man beim Square Dance eine Linksdrehung macht? Dieser Tanz ist gar nicht so einfach zu tanzen, wie ich dachte. So, das reicht für heute. Es wird Zeit, dass wir uns wieder auf den Heimweg machen. So, stellt euch auf und abzählen. Eins, zwei, drei, vier. Hm? Das war für Fleck. Jody, Frederick. Ich möchte, dass ihr beiden mir jetzt sehr gut zuhört. Es fällt mir sehr schwer, euch das zu sagen, aber heute war für eine Weile euer letzter Schultag. Warum denn? Miss Twink. Ich werde morgen abreisen. Sie sind doch gerade erst wieder da. Tut mir leid, dass ich es vor euch verheimlicht habe. Aber ich wollte, dass wir heute noch einen besonders schönen Tag zusammen haben. Wieso heulst du denn? Du warst doch nur einen Tag dabei. Ich kann nichts dafür. Können wir denn nichts tun, was sie davon abbringen würde, Miss Twink? Ich gehe ja nicht für immer weg. Es ist genau, wie Ma gesagt hat. Was hat denn deine Mutter gesagt, Jody? Dass jeder lieber woanders leben will. Nur nicht hier, in dieser Einsamkeit. Jody, das ist nicht wahr. In der Stadt gibt es wenigstens keine Giftschlangen. Das stimmt, aber da gibt es auch keine so niedlichen Kitze wie das hier. Ihr meint, ich bin viel klüger als ihr, nur weil ich eure Lehrerin bin. Aber in Wirklichkeit habe ich mehr von dir und Frederick gelernt, als ihr von mir. Was haben Sie denn von uns gelernt, Miss Twink? Es ist etwas zu kompliziert, um es euch jetzt zu erklären. Aber dein Vater wird es euch sagen, Jody. Sie meinen, Großmutter Hutto wird es uns erklären. Meine Mutter hat damit nichts zu tun. Wo gehen Sie denn hin? Zurück nach Boston. So weit weg? Ich gehe wieder aufs College. Wo willst du denn hin, Jody? Ich gehe nach Hause, um zu helfen, ehe es dunkel wird. Aber Buck ist doch da. Buck wird uns jetzt nicht mehr helfen, das garantiere ich dir. Warum nicht? Buck hilft uns auch nur, um sie zu beeindrucken. Sobald sie weg sind, packt er seine Sachen und geht. Gehen wir, Fleck. Wiedersehen, Miss Twink. Jody! Jody! Du kommst doch noch mal vorbei und verabschiedest dich von Miss Twink, oder? Nein, das kann ich nicht. Aber Jody! Ab morgen muss ich wieder alle Arbeiten übernehmen.
Jody, du bist ein richtiger... Ach, lass ihn, Eulili. Ich kann verstehen, dass er wütend ist. Ach, Fleck, geh du bloß nie weg, hörst du? Du bist jetzt mein einziger Freund. Julia, sei still. Schon wieder zu Hause? Hat Fleck sich gut benommen, Jody? Du hast es die ganze Zeit gewusst. Nur deswegen hast du mir erlaubt, Fleck mit in die Schule zu nehmen. Ja, Jody. Das ist so gemein. Erst verbringen wir eine schöne Zeit und dann erfahren wir, dass sie morgen weggeht. Tut mir leid, Jody. Ihr seid alle gemein. Jody! Warum schimpfst du denn so? Wusstest du, dass Miss Twink morgen nach Boston fährt? Miss Twink reist ab. Ach, deshalb machst du so ein langes Gesicht. Na komm. Hey, lass das. So sind alle Stadtmädchen. Twink hat es hier nur länger ausgehalten als die anderen. Aber Bart... Kopf hoch. Sie ist schließlich nicht das einzige Mädchen auf der Welt. Ja, sie hat durchgehalten. Das hat sie wirklich. Ach doch. Das hat sie getan.